Ich melde mich nach einer Nachtfahrt zurück. Ich bin jetzt in Lanzhou und im Gansu von Bouguang. Und hier gibt es eine Ausstellung über neolithische Keramik. Man darf leider in das Museum kein Stativ mit reinnehmen, deswegen müsst ihr euch mit Gewackel zufrieden geben. Die frühesten Stücke hier stammen aus der Yangshao-Kultur. Und ich habe mir hier eine kleine Kanne oder ähnliches ausgesucht, die ich euch gerne zeigen würde. Die ist ungefähr, ich würde schätzen, 12 cm hoch. Auf dem Schildchen steht zwar 7, aber sie sieht etwas größer aus. Die meisten Yangshao-Keramiken sind eigentlich rötlich, aber hier haben wir ein helleres Stück. Typisch ist, dass man nicht nur geometrische Muster vorfindet, sondern auch Darstellungen von Tieren. Hier sieht man einen Vogel und einen Fisch. An der rechten Seite sieht man noch einen weiteren Vogel. Meistens sind Fische vorhanden. Die Malereien sind dann meistens schwarz auf dieser Keramik. Einen Schritt weiter steht diese Schale. Sie ist nahezu halbkreisförmig und diesmal aus rötlicher Tonerde gearbeitet. Der Behälter außen ist undekoriert. Oben an der Lippe des Gefäßes finden sich allerdings Linienmuster. Der größte Teil ist dunkel bemalt und helle Muster wurden halt freigelassen. Und im Inneren der Schale finden sich auch die Fische, die halt häufig als Dekorelement vorkommen. Falls ich es eben nicht gesagt habe, die Yangshao-Kultur unterteilte sich in verschiedene Phasen. Man unterteilt meistens eine frühe, mittlere und spätere Phase. Insgesamt erstreckte sie sich von ungefähr 5000 vor Christus bis 3000 vor Christus. Wieder ein Stück weiter sind wir auf eine Kultur weitergewandert. Und zwar eine, die wir schon aus dem Ningxia Bouguan kennen, nämlich zur Masia-Yao-Kultur. Hier haben wir eine größere Schale oder ein größeres, ja, eine Schale ist es nicht direkt, weil es Henkel hat. Man sieht wieder die typische schwarze Malerei oder die schwarze Glasur. Und was hier sehr auffällig ist, ist, wo wir direkt darauf zuhalten, eine Darstellung, die doch sehr an ein Gesicht erinnert. Ich habe ja letztens eine Hausarbeit geschrieben über Bronzen, über steinzeitliche Bronzen, beziehungsweise über chinesische Bronzen allgemein und habe mir im Vergleich dazu auch die Keramiken angeguckt, weil sich ja viele Formen von Bronzen auch von Keramiken abgeleitet haben. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass sich das Tautier-Dekor teilweise in Vorläuferformen auch schon auf solchen Keramiken finden lässt. Und das hier als Gesichtsdarstellung erinnert ja schon ziemlich allgemein daran, dass irgendetwas gesichtsähnliches oder maskenähnliches dargestellt wird. Und von daher ist es gut möglich, dass nicht nur die Formen von Bronzegefäßen von Keramiken abgeleitet wurden, sondern auch einzelne Dekorelemente, wie zum Beispiel dieses Gesicht. Charakteristisch für die Matia-Yao-Kultur ist, wie gesagt, die schwarze Malerei. Allerdings gibt es nicht nur schwarz bemalte Tongefäße, sondern auch Kombinationen von schwarzer und roter Bemalung, wie das hier zu sehen ist, an dieser, an diesem, ich würde sagen, das ist ein Flüssigkeitslagerungsgefäß. Ich möchte es jetzt nicht genauer kategorisieren. Auffällig ist, dass ganz gerne Wellenmuster oder Zickzackmuster eingesetzt werden und die Flächen abteilen, die entweder ganz mit Farbe gefüllt sind oder die ein solches Netzmuster tragen. Hier aus dieser Perspektive sieht man das gerade sehr gut, sowohl am Bauch des Gefäßes
als auch am Hals des Gefäßes. Hier sehen wir ebenfalls Keramiken der Matia-Yau-Kultur. Es ist so, dass sich diese Kulturen immer über relativ große Gebiete erstreckten und sozusagen meistens einen eigenen kleinen Kulturkreis bildeten. Entsprechend sind nicht alle Keramiken aus allen Gebieten unbedingt gleich. Hier gibt es welche vom Ma Guang-Stil oder aus der Ma Guang-Region. Und auf denen findet man öfter auch Darstellungen von Menschen oder menschenähnlichen Kreaturen mit so einer etwas verzerrten Körperhaltung, mit nach oben gerissenen Gliedmaßen. Das ist ganz typisch für diesen Ma Guang-Fundort. Auf anderen Keramiken aus anderen Fundorten findet man das nicht. Ansonsten sind die Gefäße formal aber recht ähnlich. Sind auch farblich ähnlich gestaltet. Also wir haben wieder einen helleren, gelblichen, rötlich-gelblichen Scherben und darauf schwarze Glasuren bzw. Malereien. Und bei der hinteren diese dann wiederum ausgefüllt durch rötlich gefärbte Elemente. Bei dem linken Stück sehen wir hier auch wieder ein geometrisches Muster, ein solches Zickzackmuster, das die Bereiche der einzelnen Figuren abtrennt und unterteilt.